klassische Mind Control, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wird deswegen klassisch genannt, weil es Techniken sind, die eigentlich schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden von den Herrschenden angewendet werden, um zum Beispiel die Opposition mundtot zu machen, um missliebige Ehefrauen oder Liebhaber ausschalten zu können oder um mehr Macht über die Untertanen zu bekommen. Und auch die Begriffe, die dort jetzt auf der Folie stehen, werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen irgendwann schon mal gehört haben. Am Anfang eben Gehirnwäsche, Elektroschocks, Reizentzug, Wärmeentzug, Drogen, Psychochirurgie und eben Gehirntransplantation. Der Begriff Gehirnwäsche ist wahrscheinlich aus dem gesamten Gebiet der Mind Control der bekannteste Begriff. Er ist entstanden in den 50er Jahren im Koreakrieg. Im Koreakrieg hieß es, dass also amerikanische Soldaten durch die Rotkoreaner gefangen genommen werden, dass sie dann in Lager gesteckt werden. In diesen Lagern müssen sie dann schwer arbeiten, kriegen wenig zu essen, müssen ihr gesamtes Leben ausbreiten, müssen das irgendwelchen Politoffizieren erzählen, und wenn sie dann richtig mürbe gemacht worden sind, dann können sie zum Kommunismus bekehrt werden. Das war so damals die landläufige Vorstellung, was die Koreaner machen. Der Begriff Gehirnwäsche allerdings kommt gar nicht von den Koreanern, sondern ist von einem Reporter, der im Nebenjob CIA-Agent war, ist der in den 50er Jahren in einer Zeitschrift erstmals genutzt worden. Ausgehend von dieser Zeitschrift hat sich dieser Begriff Gehirnwäsche dann wie ein Lauffeuer verbreitet. Ebenso die Behauptung, dass die Koreaner und die Chinesen das machen würden, und diese Behauptung, dass Gehirnwäsche im kommunistischen Teil der Welt angewendet wird, war die Rechtfertigung der Amerikaner dafür, nun ihrerseits Gehirnwäscheforschung durchzuführen. Die Gehirnwäscheforschung hatte ihren Höhepunkt in den 60er Jahren. Es ist dort mit allen möglichen Mitteln versucht worden, das Gehirn wirklich so zu waschen, dass die Menschen neuen Ideen aufgeschlossen sind, dass sie willenlos irgendwelche Befehle, irgendwelche Handlungen befolgen, die ihnen eben von den Gehirnwäschern aufgedrückt werden. Man kann Gehirnwäsche jetzt bildlich auch verstehen als so eine Art zerebrale Zwangsräumung. Das heißt also, alles, was die eigene Person, das eigene Denken, die eigene Wertvorstellung ausmacht, wird durch Methoden wie harte Arbeit, wie ein ständig sich unter Druck befinden, weil man nie weiß, ob man wieder gefoltert wird, ob man genug zu essen bekommt, durch also psychische Belastungsfaktoren und durch ständige Verhöre, ständig sich rechtfertigen müssen. Dadurch wird also der eigene Verstand sozusagen zwangsgeräumt. Und irgendwann gibt man auf und nimmt einfach die neuen Vorstellungen, die neuen Ideale, die neuen Ideen an, damit man endlich Ruhe hat. Gehirnwäsche ist ein Vorgang, der ist sehr langwierig. Das geht also nicht in ein, zwei Tagen, sondern das kann manchmal Jahre in Anspruch nehmen und ist deswegen also auch nicht zur Massenkontrolle geeignet, sondern man kann Gehirnwäsche höchstens anwenden, ganz gezielt auf bestimmte Personen, wo das Risiko, wenn man die umbringt, einfach zu groß ist der Entdeckung. Da versucht man einfach, diese Personen umzudrehen. In der UdSSR, in Russland, da werde ich nachher noch drauf kommen, ist Gehirnwäsche auch genutzt worden, allerdings nicht zu dem Zweck, die Personen zu brechen, sondern für die Gehöre gefügig zu machen. Eine Technik, die bei Gehirnwäsche sehr oft angewendet wird, ist der sogenannte vollständige Reizentzug. Vollständiger Reizentzug meint, dass Personen sich in einer Umgebung befinden, wo sie überhaupt nichts mehr von der Außenwelt wahrnehmen, ja, wo sie eigentlich noch nicht mal ihren eigenen Körper wahrnehmen. Diese Personen werden also auf ein Bett gelegt oder sie können auch in eine Salzwasserlösung gelegt werden, sodass sie also den eigenen Körper nicht mehr spüren. Über die Hände kommen Manschetten, dass sie also kein Gefühl mehr haben, irgendetwas betasten können. In dem Raum ist kein Licht, es ist kein Luftzug, kein Geräusch, es ist nicht zu hören. Und wenn diese Personen mehrere Stunden in diesem vollständigen Reizentzug sind, dann fangen sie an zu halluzinieren. Das heißt, sie haben irgendwelche Vorstellungen, die aus ihrem Inneren kommen. Und irgendwann sind auch diese Vorstellungen aufgebraucht. Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Gehirnwäsche mittels dieses Reizentzuges. Die Personen sehnen sich also innerlich danach, wieder Kontakt zur Außenwelt zu bekommen. Und es gibt einen Forschungsbericht, wo das recht anschaulich beschrieben ist, dass also sobald diese Personen nach mehreren Tagen wieder aus dieser Kammer befreit worden sind, dass sie also geradezu das übermächtige Bedürfnis hatten, sich mit anderen zu unterhalten. Und in diesem Punkt, da setzt eben dann auch die Gehirnwäsche an, in diesem Punkt sich mit anderen unterhalten zu müssen, um wieder irgendwelche Informationen aufzunehmen. Dort sind die Menschen eben auch empfänglich dafür, neue Ideen und so etwas eingepflanzt zu bekommen. In den USA wurden eine ganze Menge zum Bereich Gehirnwäsche durchgeführt. Es gab auch andere Experimente, die haben sich mit etwas Ähnlichem wie Gehirnwäsche
befasst. Es ging in diesen Experimenten darum, was passiert mit Kriegsgefangenen. Was passiert mit Kriegsgefangenen, die in einer völlig fremden Umgebung, wie zum Beispiel in Korea oder in Vietnam, die dort eben festgehalten werden. Der Hintergrund war recht grausam. Es ging darum, nach 6 oder 7 Jahren dieser Gefangennahme lohnt es sich überhaupt noch, diese Menschen dort wieder rauszuholen mit irgendwelchen geheimen, verdeckten Operationen. Oder sind diese Menschen innerlich so gebrochen, dass es eigentlich sich nicht mehr lohnt, die noch wieder nach Hause zu schaffen. Und es gibt dazu eine ganze Menge Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und bei vielen dieser Untersuchungen ist es so, dass das Militär als Auftraggeber auftritt, aber nicht öffentlich, sondern im Hintergrund bleibt, dass diese Forschung dann an zivile Universitäten vergeben wird, wo anerkannte Professoren solche Projekte leiten. Und nachdem so eine Untersuchung abgeschlossen ist, wird dann ein Bericht verfasst für die Öffentlichkeit, wo das eigentliche Ziel, worum es ging, in dieser Untersuchung verschwiegen wird, und ein genauer Bericht über diese Untersuchung wird dann dem Militär zur Verfügung gestellt. Und eins dieser Experimente ist, zumindest im Bereich der Psychologie, ein sehr bekanntes Experiment. Das ist die sogenannte Stanford Prison Untersuchung. Stanford ist eine der Elite-Universitäten in den USA. Sie liegt in der Nähe von San Francisco. In Stanford hat man Folgendes gemacht. Man hat durch eine Zeitungsannonce, die hier abgebildet ist, hat man ein halbes Jahr vor der eigentlichen Untersuchung, hat man männliche College-Studenten oder männliche Universitätsstudenten dazu aufgerufen, sich für eine Untersuchung zu melden. Sie sollten dann einen Fragebogen ausfüllen und sie würden alles Weitere dann erfahren. Es dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Dann wurden diese Studenten auf einmal mitten in der Nacht von der Polizei aus ihren Wohnungen rausgeholt. Sie wurden also verhaftet, wurden in den Keller des Stanford-Universitätsgebäudes gebracht, und in diesem Keller war ein simuliertes Gefängnis aufgebaut. In diesem simulierten Gefängnis gab es nun, oder erwarteten diese Studenten, die die Rolle des Gefangenen spielten, erwarteten nun eine Gruppe von anderen, ebenfalls Studenten, die die Rolle der Wärter spielten. Und es gab nur bestimmte Regeln, die in diesem Gefängnis galten. Eine Regel war zum Beispiel, dass es keine körperlichen Misshandlungen geben darf, und dass bestimmte menschliche Grundbedürfnisse nicht verweigert werden dürfen, dass es aber sehr wohl gestattet ist, bestimmte Zeitpunkte dafür zuzuteilen. Diese zwei und einige wenige andere Regeln waren die einzigen Regeln in diesem Gefängnis. Und was nun diese Psychologen gemacht haben, sie haben sich einfach angeschaut, was passiert, wenn zwei Gruppen von Menschen aufeinandertreffen, wo die einen Wärter sind, wo die anderen die Gefangenen sind. Und was dabei rausgekommen ist, dass also nach einer Woche das Experiment abgebrochen werden musste, weil die Gefangenen schwere psychische Störungen aufzeigten und die Wärter immer brutaler wurden. Es ist dann in dieser Woche nach einigen Tagen zu Häftlingsrevolten gekommen. Es ist also alles das passiert, was in vielen amerikanischen Gefängnissen auch passiert. Nur brauchte es dort eben nur eine Woche, dass alles das aufgetreten ist. Der offizielle Forschungsbericht über dieses Projekt oder über diese Untersuchung, die man als Psychologiestudent zu lesen bekommt, sagt, ja, es geht halt darum, was passiert, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, wo jede von diesen Gruppen eine bestimmte Rollenzuschreibung bekommt, wie verhalten sie sich denn? In Wirklichkeit ging dieses Experiment aber darum, das sagte ich am Anfang bereits schon, es geht darum, zu gucken, wie verhalten sich Menschen in Kriegsgefangenschaft. Und dass dieses Projekt um Kriegsgefangene geht, das kann man in keinem psychologischen Lehrbuch nachlesen. Selbst der Professor oder einer der Professoren, die an diesem Experiment beteiligt waren, sagen das nicht in der Öffentlichkeit. Man kann es aber nachlesen in einem Buch, was sich ausdrücklich mit Militärpsychologie befasst. Und dort wird dieses Experiment als eines von vielen genannt, wo militärische oder militärisch bezahlte Forschung, militärische Auftragsforschung durchgeführt wird zum Bereich Mind Control Gehirnwäsche und wo die Öffentlichkeit eigentlich gar nichts davon mitbekommt, sondern die Öffentlichkeit bekommt einen geplätteten Bericht darüber nur zur Verfügung. Auf diesem Bild sehen Sie eine der weiteren klassischen Mind-Control-Techniken, die sogenannten Elektroschocks. Bei Elektroschocks handelt es sich um Folgendes: Es werden am Gehirn Elektroden angebracht und durch diese Elektroden wird durch das Gehirn ein Stromstoß gejagt. Es gibt einige Psychologen, die haben das mal verglichen, als wenn man zum Beispiel eine Festplatte bei einem Computer sozusagen neu formatiert. Das heißt, bis auf wenige grundlegende Informationen wird die gesamte Festplatte leergeräumt, und bei einem Stromstoß durch das Gehirn ist es so ähnlich. Also sämtliche Informationen, sämtliche Verhaltensweisen werden erstmal lahmgelegt, und die Person ist nach solchen Elektroschocks durchaus dafür empfänglich, auch wiederum neue Ideen, neue Verhaltensweisen und sowas eingetrichtert zu bekommen.
Jetzt Elektroschocks werden jetzt nicht nur im Bereich der Mind Control genutzt, sondern Elektroschocks sind durchaus auch in der offiziellen medizinischen Psychiatrie ein gerne und häufig genutztes Mittel der Wahl. In den Anfangszeiten des Elektroschocks war es so, dass die Personen diese Elektroschocks ohne Betäubung miterleben mussten. Der bekannteste Forscher in der Anfangszeit war ein Portugiese namens Moniz, der hat die Elektroschocks sehr weit fortentwickelt und er hat dort für diese Elektroschocks-Entwicklung auch in den 40er Jahren einen Nobelpreis bekommen. Als er diesen Nobelpreis entgegennahm, musste er dort allerdings im Rollstuhl hin. Das lag daran, dass er niedergeschossen worden ist, ein paar Jahre zuvor, von einem der Patienten, die er selber lobotomisiert hatte. Den er selber Elektroschocks zugefügt hatte. Am Anfang des Vortrages habe ich in der Einleitung vorgelesen etwas von dem spanischen Amerikaner Delgado. Delgado hatte dieses Zitat, wo er sagte, dass Menschen also operativ verstümmelt werden müssen. Und dieses operativ verstümmelt werden müssen ist das, was Sie auf diesem Bild sehen. Sie sehen dort den amerikanischen Psychiater Freeman. Der Freeman führt hier gerade eine Lobotomie durch. Lobotomie muss man sich so vorstellen, es werden durch die Augenhöhle, hat man direkten Zugriff ins Gehirn und dort wird ein kleiner Metallstab hereingeführt und mit diesem Metallstab werden dann im Gehirn bestimmte Bereiche zerstört. Je nachdem, welche Bereiche nun zerstört werden, kann das bei der Person Persönlichkeitsveränderungen, Verhaltensveränderungen, Gefühlsveränderungen oder andere Manipulationen hervorrufen. Und wenn man genau weiß, was man bei diesem Menschen verändern möchte, dann muss man halt nur die passende Region im Gehirn dieses Menschen zerstören und schon ist dieser Mensch operativ verstümmelt, in dem Sinne, wie Delgado das in dem Zitat vom Anfang dieses Referates dargestellt hat. Die Methode, die dieser Freeman hier gerade durchführt, nennt sich übrigens die Eispickel-Methode und deswegen, weil er zu Beginn diese kleinen Eispickel, mit denen die Amerikaner in ihren Shakern das Eis für die Cocktails klein hatten, als Operationsinstrument genutzt hat. Ein weiteres Bild über Psychochirurgie. Es gibt also verschiedene Methoden mittlerweile, die entwickelt worden sind, wie Psychochirurgie eingesetzt wird. Psychochirurgie ist auch bei uns in Deutschland noch eine zugelassene Behandlungsmethode. Es gibt also einen Operationsschlüssel vom Bundesministerium für Gesundheit. In diesem Operationsschlüssel sind also alle in Deutschland zugelassenen Behandlungsmethoden aufgeführt und neben Elektroschocks findet man dort eben auch Psychochirurgie, Lobotomie, es gibt verschiedene Begriffe dafür, Gehirnchirurgie. In welchem Umfang das durchgeführt wird, das konnte ich nicht herausfinden. Es gibt also keine großartigen offiziellen Statistiken darüber. Fest steht aber, dass Lobotomie seit ungefähr 50 Jahren zum Standardrepertoire nicht nur der Schulpsychiatrie, der medizinischen Psychiatrie gehört, sondern auch von meinen Kontrolleuren in Einzelfällen angewendet wird. Es gab in den 50er Jahren, 60er Jahren gab es in Schweden einen großen Skandal, als bekannt worden ist, dass auch dort bestimmte Personen ohne ihr Wissen gehirnchirurgisch behandelt worden sind. Das ist jetzt, nach vielen Jahren ist das jetzt erst an die Öffentlichkeit gelangt und man muss sehen in Schweden, ob da noch mehr ans Tageslicht kommt. Der letzte Bereich der Methoden der klassischen Mind Control ist Gehirntransplantation. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ein Gehirn komplett von einem Körper in den anderen versetzt wird. Was aber gemacht wird, ist, dass einzelne Teile aus dem Gehirn von einer Person oder von einem Tier in eine andere Person oder ein anderes Tier versetzt werden. Was soll das Ganze? Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man mit den Informationen, die in dem Teil des einen Gehirns stecken, was man entnimmt, dieses kleine Teil, dass sich diese Informationen auf das neue Gehirn übertragen. Der Verfasser dieses Buches, Detlef Belinke, das ist ein Neurophysiologe, Neuropsychologe an der Universität in Bonn. Der hat einmal mehrere Versuche durchgeführt, zusammen mit einem Mathematiker und hat das Ganze nur statistisch glücklicherweise durchgerechnet. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass es also sehr wohl möglich ist, wenn man Gehirnsubstanz von einem Menschen in den anderen überträgt, dass dann die in der übertragenen Gehirnsubstanz gespeicherten Informationen die Überhand gewinnt in dem Gehirn, in das es eingepflanzt wird.
Das heißt, man kann also unbotmäßige Bürger, kann man dadurch ruhigstellen, dass also von angepassten, konsumfreudigen Bürgern Teile des Gehirns in diese unbotmäßigen übertragen werden. Gemacht wird das Ganze noch nicht, also in keinem Staat der Welt. Das liegt aber nicht daran, dass es ethische Grenzen dafür gibt. Das liegt daran, dass einfach die Technik noch nicht so weit ist.